Hallöchen zusammen und herzlich willkommen zurück zu Skyrim. Ich glaube, wir bekommen gerade ein wenig Besuch. Oder? Oder möchtest du uns wieder nur ärgern? Also die Drachen manchmal. Das ist ein Phänomen für sich, ja. Müssen wir mal gucken, ob er gleich runterkommt. Ich bin neugierig. Die ganzen Tiere laufen schon weg. Aber ich glaube, das war nur der Drache, der ja da hinten an der Schurspitze oder wo das da gewesen ist. Nee, wie heißt das? Knochenspitze. Da war der Drache, da kommt er her. Der wollte einfach nur ein bisschen rumfliegen und, weiß ich nicht, hat was zu essen gesucht. So, hier unten haben wir die Festung, ne? Jetzt bin ich natürlich, ich weiß nicht, ob wir die Festung entdecken sollten. Die liegt jetzt nicht gerade auf unserem Weg, ne? Die dürfen wir nicht vergessen. Aber mit den Festungen haben wir eh wenig anzufangen. Da oben ist die Mine. Na, sieht noch alles ganz gut aus. Außer, dass uns jetzt gleich ein Säbelzahntiger über dem Weg läuft. Wenn ich das richtig gesehen habe. Und wir sind immer noch auf dem Weg nach Riften. Ja, so ist es. Ja, den sollten wir ganz gut treffen von hier. Ja, sehr gut. Diese Animation haben sie so schön gemacht. Ne? Also das ist wirklich... Das ist ein Ding für sich. Und dann nehmen wir den Wolf natürlich direkt mit. Alles auf dem Weg. Ne? Also ich würde sie am Leben lassen. Ich bin ganz ehrlich. Aber diesen Heckmeck jedes Mal mit dem Hinterherlaufen... Und das einzige Problem, was wir ja haben, ist, dass die Lydia immer so aggressiv wird. Die läuft ja dann auch kilometerweit hinterher. Aber schaut euch das an. Das ist... Skyrim ist so schön. Gerade mit den Drachen. Es ist einfach so schön. Und die Mine scheint irgendwo da hinten auf dem Berg zu sein, ne? Also gar nicht irgendwie... Oh, was ist da wieder los? Haben wir da wieder eine kleine Schlägerei mit, ja, ne? Das sieht mir ganz danach aus. Ja, wem helfen wir jetzt, ne? Das ist jetzt die große Frage. Wem wollen wir jetzt helfen? Helfen wir den Sturmmänteln oder helfen wir... Wir helfen den Sturmmänteln. Hoffe ich zumindest. Wenn wir einen falschen treffen, haben wir natürlich ein Problem. Aber bisher geht es noch. Sind das viele? Nummer 1 Hammer. Ab auf den Boden mit dir, wie es sich gehört. Genau. Kriegen wir vielleicht je nachdem noch ein bisschen was her, ne? Na komm, noch haben wir ein paar Pfeile für euch. Ja, okay. Und jetzt hat es sich, glaube ich, schon erledigt, ne? Weil jetzt haben wir auch die Sturmmäntel angegriffen. Ne? Ach, das ist doch total blöd jedes Mal. Mensch, dass man so aufpassen muss, ne? Ich glaube, das ändert sich dann, wenn wir uns einer Fraktion angeschlossen haben. Ich glaube, erst dann ändert sich das. Die Frage ist halt, wann wollen wir uns irgendjemandem anschließen? Guckt euch das an, wie die sich hier geben. Und zwar so richtig, das sind ja so viele. Komm her. Kaiserlicher Hauptmann. Totales Gemetzel hier. Jawoll. Ab auf den Boden mit dir. Nummer 1. Wenn wir einen Hauptmann haben. Ja, dann sieht das doch ganz gut aus. Jetzt zu euch. Wir müssen nur ein bisschen aufpassen, ne? Wem wir halt mal letztendlich hauen. Nee. Nicht wieder aufstehen, liebe Leute. Ab auf den Boden mit dir. Auf wegzulaufen. Schlitz. Kaiserlicher Stiefel hier. Offiziershelm. Ja,
Ja, ich habe mir jetzt mehr darunter vorgestellt, ne? Bin ich ganz ehrlich, aber nun gut. So, wen haben wir noch? Wer will nochmal? Aber wenn uns das jetzt gleich nicht... Wenn das jetzt wieder schief geht, ne? Dann... Doch, du musst leider sterben. Ihr habt gewonnen. Ich ergebe mich. Ah, sehr gut. Haben wir noch welche? Das sind hier viele. Das ist ja... Keiner ist hier verloren. Genau. Ja. Yeah. Macht sie fertig. Ah, gehst du schon auf die Knie? Oh, 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 oh. Ja. Sehr gut. Ich ergebe mich. Boah, das ist schon ein richtiges Massaker hier. Nein, nicht. Warum haben wir da hinten jetzt noch Feinde? Achso, jetzt jagen sie gerade die Wölfe, ne? Also, dass das so viele sind, das ist ja... Das ist echt... Das ist immens, ne? Das ist immens. Wo ist Lydia? Also, ich glaube, ihr habt ja einen vergessen. Kann das sein? Ist das ein Kaiserlicher? Ich bin mir nicht sicher. Ah, ja. Lass mal laufen. Die haben leider auch nichts dabei für uns, ne? Das ist die einzige Problematik, die ich daran sehe. Die haben nichts dabei für uns. Außer eine Menge kaiserlichen Kram. Aber wenn da jetzt kein Kommandant dabei ist oder irgendjemand anderes, dann bringt uns das nichts. Wir könnten natürlich jetzt alles einpacken, verkaufen gehen, aber... Nee. Nee. Das lohnt sich wirklich nicht. Nee, da ist nichts dabei. Wo ist denn unser Weg und wo ist denn Lydia hin? Ja, wir müssen den Weg hier hoch. Also quasi gesehen ist es der richtige Weg. Aber wo ist Lydia? Sie lag auf jeden Fall nicht in den Leichen drin. Das ist... Lydia! Wo bist du denn? Hallo? Alles okay? Wenn hier was... Ja, alles okay. Wenn ihr Ware... Ra, ra, ra. Aber du siehst gut aus. Du schrägst... Ah, du trägst eine schicke Rüstung. Das sieht richtig gut aus. Sehr gut. Lydia müsste ja auch irgendwo hier zwischenhängen. Zumindest gehe ich mal davon aus. Nee. Achso. Wegen einem Wolf. Ist das euer Ernst? Talos möge euch leiten. Euch auch. Ich denke mal, die werden jetzt langsam aber sicher ihres Weges gehen, ne? Zumindest denke ich mir das mal. Es ist natürlich nur die Frage, wo ist Lydia abgeblieben? Ich hoffe, die findet ihren Weg zu uns. Das wäre sonst sehr, sehr schade. Hier oben haben wir eine Mine. Die gehen wir jetzt eben kurz erkunden. Ich glaube, wir werden nicht reingehen, weil es uns allzu sehr abhält. Aber dann haben wir schon mal die Ortschaften entdeckt, die wir entdecken wollten. Und wenn dann die Zeit wieder reif ist, wir haben ja jetzt schon ordentlich erkundet die letzten Folgen. Das habe ich gesehen, Spinnilein. Und du bist auch nicht alleine. Sehr toll. Na, noch ein Spinnilein. Sehr gut. Na, wie sieht's aus? Ah, Mistviecher. Die spinnen sich hier am Sonnen. Da oben haben wir auch einen Drachen, der nur darauf wartet, umgehauen zu werden. Ja, ja.
Also hier gibt es einige Drachen. Ich meine, das Spiel dreht sich um Drachen, ne? Machen wir uns nichts vor. Das sieht so stark aus, ne? Da haben wir sie entdeckt. Ah, wir hören Lydia. Was da wohl drin ist? Genau, Lydia. Was ist da wohl drin? Willst du mal reingucken gehen? Kaum bewegen wir uns 2 Meter drin, heißt es. Oh, das gefällt mir gar nicht. Hallo Lydia, schön, dass du wieder mit dabei bist. Gut, dann... Ja, gehen wir weiter unseres Weges. Na, mal gucken, was wir noch entdecken. Die eine oder andere Höhle können wir ja mitgehen lassen. Was ist das? Ach, das waren die Spinnen, ne? Ich dachte gerade schon so in der Entfernung. Aber ja, schauen wir halt mal. So eine Mine ist halt immer schön, aber ich glaube, wenn wir jetzt noch mehr Erz absammeln, dann wird es langsam aber sicher ein wenig schwer. Und immerhin hat die Schlacht gut funktioniert. Auch wenn wir immer noch nicht wissen, wem wir uns eigentlich anschließen wollen. Also ich habe da ganz gemischte Gefühle, bin ich ganz ehrlich. Sowohl Ulfric als auch das Kaiserreich. Es tut beiden nicht gut, was sie ertreiben. Das wissen wir ja schon seit dem Altmeri-Bund. Ne? Also wegen dem Altmeri-Bund. Und darin verwickelte Talmor. Ja, das ist halt... Es ist halt schade. Einfach schade. So, wen oder was haben wir denn da hinten? Da hinten haben wir noch eine... Das sieht stark aus. Hier hinten haben wir noch eine... Oh, da hinten haben wir sogar 2 Höhlen. Vielleicht sollten wir mal... Oh, wir sind versteckt, okay. Mal vorsichtig gucken gehen. Wir wurden entdeckt von... Was? Sehen sie nichts? Wo ist denn hier eine Höhle? Was hier unter uns? Wow, gibt es hier halt noch viele Sachen zu entdecken? Wahnsinn. Wo ist denn hier unten die Höhle? Genau unter uns müsste sie sein, ne? Wenn ich das richtig sehe. Oh, Wölfe. Allein dieser Ausblick, ne? Wahnsinn, wie groß das ist. Oh, was haben wir denn hier? Da sind Wölfe eingesperrt. Und ein Lager. Das sind natürlich wieder mal, wie soll es anders sein, böse, böse Banditen. Zumindest gehe ich mal stark davon aus. Dann werden wir uns erstmal hier entfernen. Dann wissen wir schon mal, wo wir dann als nächstes hingehen. Wir werden auch viele Ortschaften hier natürlich finden. Und vielleicht haben wir ja Glück und die ein oder andere Aufgabe, die führt uns nämlich genau dorthin, wo wir eh dann hineinspazieren möchten. So, sind wir wieder? Wir sind wieder, ne? Ja, das sieht gut aus. Ich hoffe, Lydia findet den Weg. Ich laufe ja mit Absicht, nicht? Weil wir ja wissen, die Lydia, das ist nicht die schnellste, ne? Aber wer kann sie ihr verübeln? Ich meine, dafür macht sie ihren Job super gut. Ja. Ich meine, in schwerer Rüstung läuft sie uns stundenlang hinterher, weil der Jarl das so befohlen hat, ne? Ah, schade. Ach Gott, kann doch nicht sein. Mensch, verdammte Hacke hier nochmal. So, Lydia ist da, okay. Na, es dauert immer noch ein kleines bisschen. Dann ist die Lydia nämlich wieder da. Na, wo ist der Bär? Der Bär, der die Karawane überfällt. Na nö. Jetzt ist der Bär oben in der Stadt, oder was haben wir hier oben? Ich bin mal gespannt, was wir hier entdecken. Was haben wir denn hier oben? Was ist denn hier? Wölfe? Ach, das ist ein Turm.
Ist das so der erste Aussichtsturm oder was haben wir hier Schönes? Sind wir mal vorsichtig. Schors Wachturm entdeckt. Oha. Eine Wache von Rift. Oh je, Mini. Riftoner Wachrüstung. Ja, hui. Eine leichte Rüstung. Sollen wir uns mal als Wache ausgeben? Ich glaube nicht, ne? Warum wurden die denn bitte gemeuchelt? Kampfmagier Faustschild aus Winterfeste. Das hat ja mal ein 1A-Design. Was ist denn euch passiert? Oh. Zum Glück können wir so gut schleichen. Ach komm, das kann doch nicht sein, dass wir den nicht entdeckt haben. Getroffen haben, wollte ich gerade sagen. Tut mir leid, Wolf. Das ist keine Absicht, aber... Der Brief des Turmwächters. Akka, uns wurde gemeldet, dass eine Gruppe Armeesoldaten auf eure Position vorrückt. Verstärkung ist unterwegs. Talos schütze euch. Ja. Das heißt Krieg, ja? Krieg. Und natürlich noch mehr Wölfe. Säcke, 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 Säcke. Hi Lydia. Gehen wir erstmal nach oben. Gucken wir uns doch mal so einen schönen Ausblick. Eisenpfeile. Ah, und natürlich noch mehr, ne? Schade eigentlich, die gute Wache. Hat doch immer einen Scheißjob hier im Game. Haben wir leider nichts Besonderes bei euch drinne. Ihr habt je nachdem noch was Tolles dabei. Lecker Süßkuchen, den nehmen wir mal mit. So, und natürlich die Truhe. Oh, fast. Och, oh, oh. Ach, das kann doch nicht sein. Wie ärgerlich. Jetzt komm schon. Ja. Ein nordischer Ebenerzschild. Ach du Jemine. Nehmen wir ruhig mal alles mit. Ah. Das ist so schön hier, ne? Und diesmal auch ein ganz anderes Klima, ne? Es wird bunt, es wird nebelig, wollte ich sagen. Es wird herbstlich. Das ist ja mal was ganz Neues hier. Das ist ja richtig hübsch. Nebelig wird es auch. Bitte was? Ach, schon wieder ein Wolf, ne? Ach komm, geh nach Hause, Wolf. Das sieht ja mal schick aus hier. Ich dachte, da würde einer stehen. Dabei ist das so ein Baum, der abgeholzt worden ist. So, was haben wir entdeckt? Zeig mal her. Ich bin neugierig. Schors Stein entdeckt. Oh, wie cool. Schon wieder eine Mine? Auf jeden Fall ein Höhleneingang. Wer weiß. Oh, hallo Elchen. Ja, wer lebt denn hier? Was haben wir denn hier Schönes? Ein paar Eier? Ja, müssen wir wieder stehlen. Schade. Hallo Wache. Es sind doch schon genug Fremdlinge in Himmelsrand. Okay, da hat nichts Neues für uns. Aber wir haben einen Schmied. Hallöchen. Ich hoffe, ihr seid nicht hier, weil ihr in der Mine arbeiten wollt. Was stimmt denn mit der Mine nicht? Dort wimmelt es von Spinnen. Das stimmt damit nicht. Hätten Grogmar und mich fast getötet, als sie aufgetaucht sind. Ich fürchte, dass sie die Mine bald verlassen könnten, um nach Nahrung zu suchen. Dann stecken wir erst recht im Schlamassel. Okay. Kann die Stadtwache euch nicht helfen? Die sind so nutzlos wie das fünfte Rad am Wagen. Haben mir erzählt, sie müssten Ausschau nach feindlichen Soldaten halten. Was bringt es denn, diesen Ort zu beschützen, wenn die Mine völlig unbrauchbar ist? Idioten! Naja, wir kümmern uns natürlich drum. Ich sag euch was.
Wenn ihr Wort haltet, fülle ich eure Taschen mit so viel Geld, wie ich auftreiben kann. 10 Septime, alles klar. Erzählt mir was über die Mine. Die Rotbauchmine bekam ihren Namen von dem roten Nebel, der darin wabert. Man gewöhnt sich nach einer Weile dran. Riecht ein bisschen wie die heißen Quellen draußen in der Tundra. Aber ich habe keine Ahnung, wie er entsteht. Okay, und erzählt mir etwas über die Spinnen in dieser Mine? Die haben sich da einfach eingenistet. Über Nacht. Und ich weiß gar nicht so genau, wo sie überhaupt hergekommen sind. Es ist noch niemand verletzt worden. Und sie scheinen in der Mine zu bleiben. Aber wer weiß, wie lange noch. Tja. Wenn wir nicht in die Mine zurück können, geht unsere Stadt zugrunde. Ja, alles gut. Wir kümmern uns ja darum. Ich will nicht für euren Tod verantwortlich sein. Bitte seid in der Mine vorsichtig. Okay, das werden wir natürlich machen. Aber Moment mal. Hallo. Oh, ich liebe sie. Hallo, meine Cutshit-Freunde. Kommt und schaut euch die Angebote an. Das machen wir. Aber erst das nächste Mal. Bis dahin.